Andreas Krieg ist Militärexperte mit Fachgebiet Nahost am King's College in London und jetzt bei uns. Danke, dass Sie bei uns sind, Herr Krieg, und guten Abend. Guten Abend. Stehen wir denn tatsächlich kurz vor einem Abkommen zur Freilassung von Geiseln? Oder sagen Sie, im Nahen Osten, wo nichts geht und alles möglich ist, sollte man niemals zu früh zu zuversichtlich sein? Das stimmt, aber wir sind ja schon seit fast 3-4 Wochen dran, Zuversicht zu zeigen. Und die Kataris sagen auch von ihrer Seite her, dass man immer näher an einem Deal dran ist. Vor allem zwischen den Israelis und der Hamas war es am Anfang relativ schwierig, zu einem Einkommen, zu einer Vereinbarung zu kommen. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass die großen Schlüsselprobleme, die großen Fragen geklärt sein sollen. Es sind eher die kleinen logistischen Probleme, die jetzt noch gegen Ende ein bisschen Probleme machen. Aber von dem, was ich aus Katar höre, von dem, was ich auch aus den USA und aus Israel höre, ist man, glaube ich, relativ nah dran an einer zumindest teilweisen Freilassung der Geiseln. Dann lassen Sie uns über die militärische Lage bitte reden. Kann man sagen, den Norden von Gaza hat Israel jetzt unter Kontrolle und nimmt jetzt verstärkt den Süden ins Visier? Nee, so einfach ist es nicht. Also wir sehen ja, dass die Israelis sehr gute Fortschritte gemacht haben, zumindest in den Außenbezirken von Gaza-Stadt. Aber sie sind noch nicht tief in das Zentrum von Gaza-Stadt vorgedrungen, wo wirklich die heftigen Kämpfe auf sie warten. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, es gibt ja das Schlachtfeld oberirdisch und es gibt aber auch ein unterirdisches Schlachtfeld, wo Israel noch gar nicht dran teilgenommen hat und die Hamas momentan mehr oder weniger wie Geister aus dem Nichts erscheinen und dann auch wieder verschwinden durch diese extrem langen Tunnelsysteme. Wir reden von Hunderten von Kilometern von Tunneln, die manchmal Dutzende Meter tief unter der Erde sind, unter der gesamten Stadt. Da hat Israel überhaupt noch keine Fortschritte gemacht. Und wir sehen auch, dass die Israelis sehr langsam nur vorkommen. Wirklich ein Häuserkampf, Haus um Haus. Und da wird sich erst zeigen, wie die schwierigen Kämpfe in den nächsten Tagen aussehen und wie weit Israel da wirklich Fortschritte machen kann. Und danach wird sich erst zeigen, inwieweit man dann vielleicht das noch ausweiten kann in den Süden. Was wir auf jeden Fall jetzt schon sehen, ist eine wirklich riesige Flüchtlingsbewegung. Wir haben es gerade im Film auch gesehen, von Menschen, die fragen, wohin sollen wir noch? Wir sehen auch viele Tote unter der Zivilbevölkerung. Israels Premierminister Netanyahu sagt ja selbst, wir wollen die Zivilbevölkerung schützen, aber wir sind dabei nicht erfolgreich. Warum eigentlich nicht? Nun gut, wir müssen erst mal anfangen und sagen, sicherlich operiert die Hamas aus der Zivilbevölkerung heraus. Das geht natürlich auch gar nicht anders, wenn man sich das Schlachtfeld mal anschaut. Also es sind ja im Endeffekt das ist eine extrem dicht besiedelte Stadt, wo die Hamas operiert, wo die meisten Institutionen sowohl zivil als auch militärisch extrem nah beieinander liegen. Gleichzeitig haben die Israelis, und das ist sehr wichtig beim humanitären Völkerrecht, dass man guckt, dass man natürlich unterscheidet zwischen Kombattanten und Zivilisten. Und da sollte man eigentlich, wenn man nicht wirklich sich hundertprozentig sicher ist, sollte man immer im Sinne der Zivilisten entscheiden. Die Israelis haben leider in den letzten Wochen sehr oft gegen Zivilisten entschieden und das gemacht, was sie im Endeffekt am besten finden, um militärische Ziele auszuschalten. Und das ist halt oft sehr fragwürdig gewesen. Viele Analysten international sagen auch, da hat Israel oft zu harsch gehandelt und vor allem unverhältnismäßig gehandelt. Die 13.000 toten Zivilisten sprechen auf jeden Fall dafür. Es ist eine sehr schwierige Situation und deswegen muss es jetzt auch erstmal eine humanitäre Pause geben. Israel muss auch ganz klar nochmal aus westlicher Sicht gesagt werden, dass sie nicht handeln können in einem Vakuum, sondern sie müssen das Völkerrecht sowohl auch humanitär natürlich berücksichtigen und vor allem bei der Aussuchung der Ziele vor allem aufpassen, dass sie Ziele suchen, die im Endeffekt nicht so viele Zivilisten töten. Jetzt sagt aber Israel, wir haben das Recht, uns zu verteidigen. Wir müssen Hamas militärisch schlagen. Gäbe es also aus Ihrer Sicht einen anderen Weg für Israel, Hamas militärisch tatsächlich ja endgültig zu vernichten? Nein, also es ist eine Illusion, dass man, wir müssen das ja als eine Bewegung sehen. Die Hamas ist eine Bewegung, das ist ein Aufstand und in der Aufstandsbekämpfung braucht man primär ein strategisches und ein politisches Ziel, bevor man überhaupt militärische Macht anwendet. Das Problem ist, dass die israelische Armee in einem Vakuum alleine gelassen wird von der politischen Führung, weil es keine politische Strategie gibt. Es gibt keine politische Strategie, für was man am Boden erreichen will. Es gibt aber auch ganz besonders keine politische Strategie, was man nach der Eroberung von Gaza-Stadt überhaupt machen will.
will. Fakt ist, die Idee dieser Bewegung der Hamas lässt sich nicht einfach militärisch schlagen. Und da ist es extrem wichtig, dass westliche Länder Druck ausüben auf Israel, zu sagen, was wollt ihr eigentlich erreichen, wie wollt ihr es erreichen und wie können wir einen Frieden schaffen, der wirklich langfristig ist. Und dafür gehört es einfach dazu, dass man die Zwei-Staaten-Lösung und vor allem die Ursache dieses Konfliktes näher angeht und dass die Israelis sich mit den Palästinensern wieder an einen Tisch setzen. Sie haben es gerade schon kurz angedeutet, gegen eine Terrororganisation kann man mit Soldaten vorgehen. Gegen Ideologie in den Köpfen sind Soldaten machtlos. Wie groß ist denn jetzt die Gefahr angesichts dieser großen zivilen Verluste, dieser vielen Toten, dass der Hass noch viel größer wird? Nun, das muss man halt differenziert betrachten. Natürlich darf man auch nicht vergessen, das, was im Gazastreifen passiert, passiert ja auch gleichzeitig auch im Westjordanland. Also die Besatzung im Westjordanland gehört ja auch Teil zu diesem Konflikt. Und was sehr interessant ist, was wir sehen, ist, dass natürlich auch Zivilisten in Gaza immer mehr natürlich auch die Hamas rannehmen und sagen, ihr seid auch daran schuld, dass wir in dieser Tragödie sind. Wenn man Umfragen sich anschaut, so ist es so, dass die Leute in Gaza mehr und mehr anti-Hamas werden, während die Leute im Westjordanland, die sich von der Palästinenserbehörde alleine gelassen fühlen, immer mehr pro Hamas werden. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass der Flair auch für die Leute in Gaza, die jetzt vielleicht anti-Hamas werden, auf jeden Fall nicht pro Israel werden. Und da ist das große Problem bei der Aufstandsbekämpfung, dass man vor allem in die Köpfe der Menschen kommt, dass Israel sich zeigt als jemand, der auch Interesse und Empathie zeigt den Palästinensern gegenüber und dass man vor allem eine politische Alternative zur Hamas bietet. Und das ist eben im Momentan nicht der Fall. Und so kann Aufstandsbekämpfung niemals funktionieren. Und natürlich ist sie eine terroristische Organisation, aber es ist eine terroristische Organisation, die in einer Aufstandsbewegung eingeflochten ist. Und so muss man also auch gucken, dass man die Leute abholt. Und das passiert halt in Israel momentan überhaupt nicht. Sagt Andreas Krieg, Militärexperte, Fachgebiet Nahost am King's College in London. Herr Krieg, vielen Dank für Ihre Expertise heute Abend bei uns. Gerne. Eine reguläre Armee also gegen eine Terrororganisation, das nennt man asymmetrische Kriegsführung. Oder einfacher gesagt, die Terroristen von Hamas wollen keinen Krieg.